Servus Leute, willkommen zurück, euer Brandy ist hier. In der letzten Folge haben wir unseren Rivalen besiegt, den letzten Rocket vor Giovanni besiegt und Brandy, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Ja, das hat er uns, glaube ich, schon mal gesagt. Und ich glaube, wir haben ihn so richtig vermöbelt. Wenn mich da nicht alles täuscht. Deswegen werden wir das einfach wieder tun. Windstoßen wir ihn. Und Furienschlag. Zack, 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 zack. Dreimal reicht bitte. Ja, nutzt ihr ungefähr so viel wie ich. Ja, so ein Nidoking wäre schon auch tight im Team. Muss ich schon sagen. Ein Volltreffer und vergiftet natürlich. Ist ja nicht so, dass er weniger nutzen darf als wir. Muss er schon mindestens genauso viel nutzen. Vollwichser. Ja, mach du nur deinen Furienschlag. Zweimal bitte. Danke. Täubchen wurde durch Gift verletzt. Dann machen wir das so. Zack. Und Nidorino, du bist besiegt. Als nächstes wird Rihorn eingesetzt. Da haben wir unser Linglein. Unser Linglein wird uns da etwas weiterhelfen. So, jetzt ist schon etwas später am Abend. Jetzt hat es ungefähr 10 nach 11. Oh, das ist tödlich. Habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das wäre effektiver. Aber irgendwie nicht so. Jetzt haben wir nur noch zwei Hoffnungen. Jetzt dachte ich mir, machen wir mal die anderen, aber irgendwie müssen wir jetzt doch mit dem hier einen Durchbruch starten. Hätte ich gleich von Anfang an machen sollen, glaube ich mal. Grimasse. So. Jetzt mal gescheit hinlegen hier. Probieren wir einfach mal ein Kreuzhieb-like. Bam. Ich stehe voll auf diese Attacke, vor allem wenn sie mal trifft. Natürlich kann sie auch mal daneben gehen. Wie auch schon des Öfteren mal passiert ist. Aber dieser Kampf, das ist einfach Monkey sein Kampf, muss man einfach so sagen. Oh, jetzt strecke ich zurück. Ah ja, also ein Volltreffer mit dem hier. Boah, kann gar mal schneller wie wir. Das finde ich ist natürlich ein Hammer. Bam, ey, dass das Ding hier nicht alles nützt, das ist schon lustig. Beziehungsweise so lustig ist es dann auch nicht. Aber immerhin haben wir dann Kangama jetzt auch besiegt. So, als nächstes wird Nidoqueen eingesetzt. Ja gut, dann haben wir quasi einen Kampf für Monkey. Ich hoffe, er wird jetzt nicht vergiftet. Ich hätte es einfach nicht sagen sollen. Also, oh. Das war natürlich jetzt, das ist natürlich was nicht so Lustiges, muss man schon sagen. Zumal wir ja nur noch ein Pokémon haben, was im Levelbereich irgendwie nur rankommen könnte an dieses Nidoqueen. Okay, dann haben wir jetzt unser Razorfa auch verloren. Oh, oh, ich glaube, das könnte richtig eng werden. So, probieren wir es nochmal mit Flammenwurf. Hoffentlich nutzt es jetzt mehr. Ja. Ja, gut, das schaffen wir dann noch. Das ist dann kein Stress mehr. Aber wir müssen langsam anfangs trainieren. Wie ihr sehen könnt, sind die hier schon etwas stärker. So, 1704. Ah, wieder verloren. Ja.
Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme des Sylph Co. vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Brigny, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was er so will. Ich danke dir für die Rettung des Sylph Co. Ich werde niemals vergessen, wie du unseren größten wie du uns trotz größter Gefahr tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben, aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Brandy hat den Meisterball. Man kann das nirgends kaufen. Es ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wiege jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Wir danken dir für deine Heldentat. Du hast uns alle gerettet. Danke. Ja. So, wenn wir jetzt nochmal hier schön ein Lapras in unser Team holen. Bams, Baby. Haben wir schöne Pokémon. Was haben wir denn, was hat unser Lapras denn für Werte? Es ist hitzig. Das ist schon mal was eine. Okay, die Werte sind jetzt nicht so ganz der Burner. Weißnebel. Body Slam. Aha. Okay. Also wir müssen definitiv unseren Lapras ein, zwei Attacken beibringen, sonst wird es nicht mehr. Surfer könnte halt eine der ersten Attacken sein, die wir dem beibringen werden. Taubos, bleib ja bestehen. Ja, du bleibst. Wie? Die will mir jetzt nicht mehr helfen oder was? Nein. Nein. Taubos ist für sie. Ja, aber hiermit haben wir dann auch das Sylphscope Gebäude erledigt. Bin ich recht froh darum, muss ich ehrlich sagen. Das ist also vom ganzen Pokémon-Spiel das allerblödeste von allen gewesen. Aber da wir das jetzt erledigt haben, können wir uns jetzt dem Weg, also jetzt können wir uns dann auch auf den Weg machen in Richtung Sechster Orden, glaube ich. Oder machen wir mal überlegen, wollen wir den Koga hier zuerst machen oder was anderes zuerst machen? Das ist so die Überlegung jetzt. Also Täubchen an 1, Fackel an 2. Also Monkey ist als allerletzter, weil der ist der stärkste. Wir könnten jetzt natürlich auch anfangen, eine Session einzulegen. Nee, wir werden uns jetzt Geld 8000. Wir holen uns jetzt erstmal einen Donnerstein für unser Pikachu. Und danach werden wir ein paar Trainer links neben dem Prismania City machen. Und zwar nämlich die Radfahrer. Und wir könnten uns natürlich auch die VM Fliegen holen. Das wäre natürlich auch was ganz Feines. Dafür müsste ich aber erst wieder einen VM Sklaven herauspicken. Jetzt ist nur die Frage, wen werde ich denn dafür benutzen? Nein. Habe ich mir jetzt gerade Donnerstein einmal bekommen. Genau. So. Nee, jetzt lass mal. Wir machen das so. Jetzt. Da ist er. Pikachu. Oh. Donnerstein wurde bei Funke verwendet. Oh yeah, baby. Oh yeah, let's go. Verwandle dich, Pikachu, in ein Raichu. Das wird aber auch Zeit, weil das hätte ich viel früher machen müssen. Weil als Raichu hat er natürlich viel, viel bessere Werte.
als wie ein normales Pikachu. So. Was hast du jetzt für Werte, mein Freund? Haben dich die anderen immer noch so abgehängt? 77, 71, 95 Initiative. Das ist natürlich was polarisierendes, muss man schon sagen. Also da hält niemand mit bei deiner Initiative. Außer Mankey, aber der ist halt auch ein Level höher als er. Und ja gut, dann bleibt er auch höher, weil 95 und 100, das wird er auch nicht in einem Level packen. Aber so wie ich unser Team jetzt einschätze, haben wir jetzt keine Entwicklungen mehr vor uns, sondern es sind alles die höchsten Stufen, genau. Jetzt können wir nur noch abwägen, haben wir vielleicht irgendwas, was wir besser haben könnten in unser Team. So, jetzt müssen wir mal schauen, und zwar hier erstmal Angriffswerte. Bringen wir erstmal die Hyperheiler nach oben. Genau, dann haben wir hier unten noch Hypertränke. Die kommen nach ganz oben. Dann haben wir... Okay, wir haben dann... Verstärkt Unlichtattacken. Mhm. Okay, wir könnten natürlich auch hier jetzt normale Tränke kaufen und so, glaube ich, oder? Nee, wir könnten hier... Ah, wir könnten hier, wenn wir irgendwas finden, für unser Pokémon hier, also für unser Lapras, also Surfer wird es auf jeden Fall erhalten. Ah, was haben wir hier noch? Das ist jetzt nicht so... das wahre... Zack, 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 hier 5. Zack, 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 hier 5, 6, 7, 8. Zack. Alles klärchen, haben wir hier alles gekauft. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich irgendeinen Sklaven habe, dem ich den Zerschneider auch beibringen kann. Nee, das mache ich jetzt nicht. Wir haben dafür unser Sandan. Dann werden wir unser Sandan jetzt erstmal holen. Ich habe nämlich keine Lust, meinem Glurak hier den... andererseits... Okay, pass auf. Wir haben Surfer, dann haben wir Zerschneider, dann haben wir Blitz. Dann haben wir Fliegen, dann haben wir Stärke, dann haben wir Zertrümmerer. Doch, das machen wir. Dann hat hier jeder unserer Typen eine Attacke. Und der hier wird jetzt erstmal die Attacke Metallklaue verlernen. Oder Steinhagel. Sind genau dieselben Werte, von daher können wir das machen. Und von daher werden wir das auch machen. So, meine Fackel hat Zerschneider erlernt, das heißt, wir brauchen auch Sandama nicht mehr, Sandan. Und das wiederum bedeutet, wir können uns jetzt, also wir werden in dieser Folge keine Kämpfe mehr schaffen, aber wir werden in dieser Folge auf jeden Fall nochmal uns erstmal die VM Fliegen holen. Nein, bitte nicht. Oh, ich dachte schon, wir müssen jetzt kämpfen hier. Fuck, ich dachte schon. Den Kampf machen wir nämlich nächstes Mal. Jetzt. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemandem davon. Du bekommst auch etwas von mir. VM02. Brandy Pied. VM ist Fliegen. Damit kannst du in jede Stadt zurückfliegen. Sie wird dir von Nutzen sein. Ja. Danke. Ich weiß. So, als nächstes benutzen wir die VM gleich an unseren Tauboss. Welche Attacke wird dafür verlernt? 40, 60. Dann
immer Fliegen für Windstoß benutzen. Zack. Und Täubchen erlernt Fliegen. So, meine Freunde. Damit verabschiede ich mich bei euch für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen.